Hi ihr Lieben, willkommen auf einen Mittwoch. Mittwoch bedeutet Mittwoch-Spezial bei Kreativdepot. Und hier könnt ihr es auch schon lesen. Diesen Mittwoch, heißt also am 13.07., kommt das Mittwoch-Spezial Meerblume in den Shop von Kreativdepot ab 19 Uhr. Mittwochs immer 19 Uhr, freitags immer 16 Uhr. Die neuen Sachen im Shop von Kreativdepot. Und in diesem Mittwoch-Spezial findet ihr wieder eine total hübsche Stanze, also was Besonderes, wie ich finde, und zwei Papiere. Wieder ein weißes Eigen, wie sagt man, ein Kraftkarton in weiß von Kreativdepot. Und dieses coole rosafarbene Holzdesignpapier, auch sehr kräftig wieder, finde ich total gut von der Struktur, von der Grammatur her. Und dann eben diese Stanze von Studio Light. Sie heißt im Original Stencil BM17. Der Name schon auf der Tüte stand, Meerblume. Und ich finde die halt total irgendwie besonders cool. Hier oben seht ihr sie, ne? Dann ist hier noch so ein Zweig dabei und so eine Wellen, so ein bisschen künstlerisch angehaucht. Und daraus werde ich heute, glaube ich, einfach eine Karte basteln, weil mir die Blume so gut gefällt. Und dann möchte ich die gerne in den Vordergrund setzen. So. Aber jetzt muss ich erstmal Ideen finden. Ihr seht gleich, was daraus geworden ist. Also das ausgestanzte Teil ist richtig filigran und hat viele kleine Einzelteile. Und deshalb habe ich hier dieses von Fessen Kreativ, gibt es auch noch im Shop von Kreativdepot und der Die Cut Craft Tool. Dann habe ich hier noch so eine Schaumstoffmatte irgendwann mal gekauft gehabt und dann kann man zum einen hier die ausgestanzte Form drauflegen, ne? Charlie, hast Lust, einmal rüber zu rollen und dann die ganzen Einzelteile daraus zu drücken damit. Kann man einfach so drüber rollen, dann geht da schon mal eine ganze Menge raus. Wenn man da keiner Vorführeffekt wieder. Mach mal richtig, Mäusi. Reading mit Schmack ist. Zum einen löst sich dann die Stanze. So. Schon mal ein paar Teile. Dann löst sie sich hier zwischen Stanze und Papier. So. Und dann kann man hier nochmal so drüber rollen, ne? Machst du mal? Habe ich die nicht ordentlich ausgestanzt? Oh, Vorsicht, nicht knicken. Ich hasse knicken. Da ist sie nicht richtig durch, ne? So, oder man muss einfach mal ein bisschen Schmackes darüber. Dann kommt da auch was raus, ne? So, aber ich glaube, ich habe sie nicht richtig ausgestanzt. Kannst du gar nichts für. Also die ist sehr filigran. Da eignen sich halt diese Chromplatten zum Beispiel für die Big Shot sehr. Oder diese Präzisionsplatten, dass da was rauskommt, aber ich glaube bei der hier ist das besser, ne? Ja, hier kommt einiges runter. Die habe ich besser gestanzt. Und wenn doch noch nicht alles beim Rollen rausgeht, dann hat dieses Tool ja hier die Möglichkeit, den Pieker auszufahren und dann kann man hier die restlichen Teile rausholen. Aber ich mag es manchmal auch ganz gerne, wenn da noch Teile drinnen bleiben. Das sieht auch ganz hübsch aus, finde ich. Hier, wenn da so einzelne Sachen noch ausgefüllt bleiben. Jo. So, das ist das heutige Projekt mit dem Mittwochspezial. Hier ist die große Blume. Die könnte man ruhig nochmal so ein bisschen 3D-mäßig überall anheben, dass sie so ein bisschen vorkommt. Jawohl. Und zwar habe ich Anhänger gebaut. Oder einen jetzt erstmal und die nächsten mache ich mit euch zusammen, denn davon kann man nie genug haben. Die kann ich auf Arbeit sehr gut verwenden, wenn ich mir wieder aus anderen Kliniken was ausgeliehen habe oder so. Einfach die Implantate mit so einem kleinen Dankeschön zurück. Finde ich ganz hübsch, ganz nett und immer noch eine kleine Geste, so dass man sich öfter mal was aus anderen Kliniken leihen kann im OP. So, was habe ich benutzt? Gestartet bin ich mit diesen Die Cuts von Pink Fresh Studio, gibt es immer noch im Shop von Kreativdepot und ja, Gott, unter was waren die denn? Folk Edge Circles,
Also es sind von Pink Fresh Studio, einfach mal googeln. Ansonsten packe ich euch das natürlich unten auch wieder in die Infobox, den Link zu den Stanzen. Dabei kam dann zum einen so ein Kreis heraus. Ich hatte erst mit dem Designpapier gedacht, den Hintergrund zu gestalten, aber es gefiel mir nicht so wirklich. Ich habe jetzt quasi alles in Weiß, Ton in Ton gehalten und das ist mehr so mein Fall, ne? Also, würdest du die Stanze bitte aufheben, mein Schatz? Sonst ist sie nachher weg. Mhm. Ja, so, dann habe ich natürlich mit dem inneren Stanzenkreis, also es sind immer ein Außenkreis, der so ein Muster hier rausstanzt und ein innerer Kreis, der dann entweder einen Rahmen draus macht oder so wie ich, dann kann man hier so einen Aufleger dafür passend stanzen. Diesen Aufleger habe ich mir geprägt mit einer Prägeschablone von Art & New, die heißt Cloudy Day, auch aus dem Shop von Kreativdepot. Ich habe alle meine Sachen, die ich immer irgendwann mal bestellt habe, jetzt auch mal versucht zu benutzen. Sollen eigentlich Wolken sein, aber bei mir ist das jetzt so eine Art Welle geworden, einfach mal für einen interessanten Hintergrund nochmal eine Prägung, Prägefolder mal wieder benutzt, macht man viel zu selten. Dann habe ich den Rand von diesem geprägten Kreis hier mit meiner Schere distressed, so sagt man, distressen, die also kaputt machen. Einfach so ein bisschen auf alt trimmen, das Papier aufrauen und dann gibt das nochmal eine interessante Optik und hebt sich vor allen Dingen ein bisschen von dem unteren Kreis ab. Als nächstes habe ich mal wieder meine, jetzt hat es hier geschneit, Papierschnee, habe ich mal wieder meine Coliros ausgepackt und zwar Moos Green. Einfach ein Tröpfchen Wasser da rein, die Pigmente schön anlösen und dann hier drauf sprenkeln. Fertig. Das kann jetzt noch trocknen für meinen dritten Anhänger. In der Zwischenzeit geht es hier weiter. Hier kommt dann jetzt, oder bauen wir mal weiter zusammen. Hier kommt 3D-Klebepads drauf. Oder hier so ein Foam-Tape habe ich hier. Dann gucke ich, dass ich hier ein Loch schön oben habe, wo nachher mein Band durchgefädelt wird und dass diese Wellen, nenne ich sie jetzt mal, oder die Wolken dazu ein wenig parallel sind, dass das nicht so kreuz und quer aussieht, ne? So, und dann kommt die coole Meeresblume. Die klebe ich einfach flach unten drunter. Nur so an einzelnen Stellen, damit sie nachher noch schön beweglich ist und ein bisschen Erhabenheit machbar ist noch. So asymmetrisch hier drauf. Asymmetrisch gefällt mir immer sehr gut. Dann habe ich mir das Stempelset Hintergrund-Seekarte geschnappt. Genau so heißt es, Hintergrund-Seekarte. Da sind eben, wie der Name schon sagt, diese Seekarte drauf, aber auch dieses coole Segelboot, welches ich bereits schon mit Versafine Clear abgestempelt habe und jetzt ausgeschnitten werden muss. Ich stempel das gerne vorher ab, beziehungsweise manchmal bin ich auch sehr ungeduldig und stempel und schneide dann gleich. Aber das Problem ist mit Versafine Clear, das ist relativ saftig und ich habe schon ganz oft geschafft, dass ich damit meinen Daumen hier auf den Stempelabdruck gekommen bin und dann einfach diesen Stempelabdruck verschmiert habe. Das ist eher ungünstig. Entweder man föhnt vorher vielleicht nochmal drüber oder man legt es ein kurzes Momentchen beiseite, bevor man anfängt es auszuschneiden. Oder man versucht einfach mit dem Daumen nicht auf den Abdruck zu kommen. Aber naja, das ist eigentlich oft vergeben.
Dann habe ich diesen Zweig hier ausgestanzt, und zwar aus eukalyptusfarbenem Kraftkarton. Zweimal. Der kommt jetzt hier so ein bisschen versetzt. Und das Segelboot, das kriegt nochmal Abstandsklebepads. Ein bisschen gleich eine Nummer größer. Und dann kommen natürlich wieder meine Lieblingssets zum Einsatz von Frau Blütenstempel, die Designline Glückwunsch, die Outline-Stanzen und die entsprechenden Stempel. Ich liebe es sehr, dass ich jetzt immer auf solche 3D-Elemente hier nochmal so einen Spruch oben drauf setzen kann. Kommt einfach wunderschön zum Vorschein. Und auch der kriegt nochmal Abstandsklebepads unten drunter. Wo habe ich sie? Meine Minis? Mini, mini, mini. Ach. Chaos-Tisch. Da, ich sehe sie glitzen. Komm her, du bist erkannter. Genau. Die lassen sich ja schwierig aufbringen mit meinen Fingerchen. Aber ich habe jetzt eine ganz gute Variante gefunden, und zwar nehme ich diesen Piekser hier, löse einmal diesen oberen schon, piekst da rein, und dann klebt das hier an meinem Piekser dran. Setze ich es einfach nur auf. So kriege ich sie am allerbesten platziert. Nochmal mitten drauf ein Dankeschön. Jawohl. Und dann habe ich hier wieder mein Juteband auseinandergeflattert, sodass nur noch so ein einzelner Strick übrig ist. Leg das genau in die Hälfte. Suche mir das obere Loch. Fädel da einmal diese Schlaufe durch. Na komm schon. Und dann öffne ich die Schlaufe und ziehe die beiden Enden von der Gegenseite einmal so durch. Und schon habe ich ein Band zum Anhängen. Jawohl. So, jetzt mache ich auch noch den dritten Anhänger gleich fertig, der hier oben schon fast getrocknet ist mit seinen Spritzerchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aus dem letzten Anhänger ist jetzt doch eine Karte geworden, weil ich fand, dass dieses ganze Ensemble auch ganz hübsch als Kartenaufleger funktionieren könnte. Und das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert, auf so eine Slimline-Karte unten drauf gesetzt, noch ein paar Klecksi hinten im Hintergrund. Fertig. Finde ich genauso schön. Hier das Ganze ein bisschen hochgebogen als 3D-Element. Ich mag es ja immer ein bisschen plastischer. Und somit sind jetzt zwei hübsche Dankeschön-Anhänger fertig geworden mit der Meeresblüte und auch noch eine Karte. Und ich bin verliebt. Ich mag es weiß und schlicht, wisst ihr ja, auch sehr gerne mal. Natürlich auch gerne mal niedlich und bunt, aber im Moment gerade wieder eher ruhiger, schlichter Weiß. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren zum Mittwoch-Spezial mit der Meeresblüte und wünsche euch wieder ab 19 Uhr ganz viel Spaß beim Shoppen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.